Weißt du, wie das immer bei der Sneak Preview im Kino war, wenn sich zwei Menschen im Film küssen sollten? Das Publikum hat rhythmisch geklatscht. Immer schneller, bis... Bis sich Batman und der Joker dann doch nicht geküsst haben. Aber das ist jetzt zweitrangig, denn ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich muss dir auch was sagen. Okay, aber lass mich bitte vor. Ich höre auf. Du hörst auf? Ja. Ich höre auf zu träumen, dass ich in dieser Branche irgendwann genug Geld verdienen werde, um auch wirklich davon leben zu können. Ich höre auf zu glauben, dass meine Filme einen besonderen Wert haben. Hey, es ist doch nur ein Hobby. Ich höre auf, meine Geschichten erzählen zu wollen, weil ich sonst andauernd andere Leute davon überzeugen muss, mir dabei zu helfen oder an mich zu glauben oder mir überhaupt zuzuhören. Ja, das verstehe ich. Ich wollte nämlich auch sagen, dass ich aufhöre. Was, echt? Ich höre auf zu träumen, wie du so schön sagst. Ich habe sogar schon ein Biologiestudium angefangen. Noch nicht mal meine Schwester weiß was davon. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Aber nicht, dass du denkst, dass wir dadurch jetzt wieder zusammenkommen könnten. Ja, ich habe lange überlegt, was ich mache, wenn du das sagst. Aber es ist okay. Ist nur gut, dass wir das noch geklärt haben. Ja. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ganz bestimmt. Ja, dann kommen wir doch zur Verleihung von dem Filmfest, von dem Kurzfilm, also hier auf dem ersten internationalen Filmfestival in Kirchburg. Genau. In den letzten zwei Tagen haben wir viele wunderbare Filme gesehen. Leider ist es uns nicht vergönnt, dass die Juryleiterin, unsere liebe Melinda Kraft, bekannt aus Funk und Fernsehen, heute persönlich hier sein kann, um den Preis zu übergeben. Und der Preis mit 3000 Euro dotiert, gesponsert von der Firma LogTechNet, hier aus Kirchburg, frei nach dem Motto, das Gute ist doch so nah. Was denn? Der Umschlag. Du hast den Umschlag. Gegründet von meinem Vater 1972, mittlerweile der Sponsor. Preis geht an. Der Preis für den besten Kurzfilm geht an. Sie ist nicht mehr da. Aber ihre Schwester hat gesagt, sie ist wieder in ihrer alten Wohnung. Ja, sie war da. Und wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Zum Bahnhof? Schon wieder? Ja. Hat ein Stipendium in Berlin bekommen. Wann ist sie los? Von einer Stunde oder so. Ey, wo willst du denn hin? Ja, hinterher natürlich. Ja, klar. Aber mein Wagen steht da lang. Es ist echt wie im Film. Verfolgungsjagd. Ja, klar. Hör mal, ich dachte, ihr hättet das jetzt geklärt miteinander, oder? Ja, das habe ich auch gedacht. Aber es ist so viel passiert seit diesem Tag. Carsten hat mich angerufen. Der Mann von Melindas Schwester. Er sagte mir, dass er wirklich ernsthaft investieren will. Und zwar in meinen Film. 5000 Euro. Der arbeitet in einer Bank, die gerne lokale und soziale Projekte unterstützt. Nach diesem Anruf öffnete ich einen Umschlag von der Filmförderung und bekam eine Zusage von 30.000 Euro. 30.000? Ja! Wow! Ich hätte auch niemals gedacht, dass das was wird, aber anscheinend habe ich eine Thematik getroffen, die das Gremium interessiert hat. Aber es geht noch weiter. Bei uns in der Videothek, da kam immer eine Susi vorbei. Die hat Filme für ihren sterbenden Mann ausgeliehen. Jedenfalls ging die Sucht ihres Mannes so weit, dass er nicht nur alle Filme aus der Videothek sehen wollte. Nee, der war auch felsenfest davon überzeugt, dass er verschollene Filme wiederfinden kann. Nur ein paar Tage nach den ersten Zusagen wurde ich in eine Kanzlei bestellt. Da habe ich Susi dann nach längerer Zeit wieder getroffen. Ihr Mann war erfolgreicher Anwalt. Ja, der ist bestimmt nicht glücklich gestorben, weil er von seiner Frau einen Filmschnipsel bekam, den sie bei mir geklaut hat, aber er hat mir tatsächlich etwas vermacht. 10.000 Euro. Was? Ja. Für einen Filmschnipsel. Es kommt noch mehr. Was? Wirklich? Ich soll einen Film mit Benno Fürmann drehen. Benno Fürmann? Mhm. Ein Science-Fiction-Film in Mecklenburg-Vorpommern. Die sind auf mich gekommen, weil ich mal einen ganz süßen Kurzfilm mit einer Schauspielerin gedreht habe und die hat mich dann weiterempfohlen. Uwe. Annalena. Ach ja, und ich habe ja noch ganz vergessen, ich habe einen Filmpreis gewonnen. Ja. Ach, der Preis geht an.
3000 Euro nochmal drauf. Alter, du siehst, ich kann gar nicht aufhören. Das ist ja auch alles ganz toll und ich freue mich auch wirklich für dich. Aber nur weil wir ein paar Dinge gemeinsam haben, heißt es ja nicht, dass wir jetzt für immer und ewig was zusammen machen müssen. Und genau so willst du ihr das sagen, ja? Ja. Und was ist, wenn sie Nein sagt? Nein, ich will das nicht. Verfolgt mich nicht immer. Ich kann mich doch auch ändern. Ich ziehe mit dir nach Berlin und gebe in Kirchburg alles auf, nur für dich. Aber bitte, bitte lass mich nicht wieder allein, so wie damals. Wie damals? Hannes, da hatten wir noch nicht mal was am Laufen. Du weißt doch überhaupt nicht, was in meinem Leben abgeht. Du bist ein guter Freund. Mehr aber auch nicht. Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Du meinst, ich habe mir das alles nur ausgedacht? Ich habe mit dir zusammen Schauspielschulen rausgesucht. Ich habe dir eine WG organisiert. Ich habe so viel getan für dich. Überleg doch mal, was für einen Anteil ich an deinem Leben habe. Und dann antworte aufrichtig, ob das alles wirklich nichts mit Liebe zu tun hat. Ich weiß nicht, warum wir die nicht finden. Die wollten Zug um 15 Uhr nehmen. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht da ist. Nur in einem super schmalzigen Drehbuch hätte ich sie nochmal eingeholt. Kannst du die vorne an der Ecke rauslassen? Klar. Du hast dein Handy aus. Ich glaube, der Akku ist leer. Was machst du hier? Hier drehen, aber in der Story sind wir doch schon ziemlich weit. Eine Mystery-Serie in Hamburg. Toll. Das wäre echt super, wenn das klappt.